Wandern in Thüringen, Teil 45. So, hier schaut man so schön auf die Ortschaft Goldisthal. Das ist heute Ausgangspunkt meiner Wanderung. Ich möchte dann bergauf steigen nach Masserberg hoch. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten hochzulaufen. Da kann man über den ICE-Aussichtspunkt laufen und Aussichtspunkt über die... Jetzt hört man hier den ICE, aber ich kann jetzt leider nicht zeigen. Rauscht jetzt hier rüber. Ja, und dann weiter hoch nach Masserberg. Ja, von der Talsperre Goldisthal habe ich ja im Teil 19 schon mal berichtet, vor 2 Jahren. Heute geht's mal hoch nach Masserberg. Mal sehen, was mir da alles noch so begegnet. Klar werde ich diese ICE-Brücken da noch zeigen und vielleicht sieht man ja auch noch, wie ein Zug dort rüber fährt. Auch nochmal, jetzt hat man es nur gehört. Ja, lasst euch einfach überraschen, na? Na, wenn das hier schon so gut ausgeschildert ist und auch so eindrucksvoll dort sein soll, dann werde ich jetzt auch diese Wanderroute nehmen über den ICE-Aussichtspunkt. Ziemlich durchs hohe Gras muss ich hier. Also wenn es sehr feucht ist, sollte man schon Gummistiefel anziehen oder gutes festes Schuhwerk. Aber heute geht's noch. Oh, schaut mal, der Raubvogel dort. Ja, hier schaut man noch mal so richtig tief ins Schwarzertal hinunter auf Goldisthal. Und dieses etwas größere Haus, das ist das Infozentrum der Deutschen Bahn. Da kann man sich schlau machen, wie das hier alles mal war mit dem ICE-Bau, der 2017 abgeschlossen war, mit Inbetriebnahme der Strecke Berlin-München, hier durch den Thüringer Wald. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auch noch kann, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. So, jetzt bin ich hier gleich an diesem Aussichtspunkt angelangt.